Hallo und herzlich willkommen, Charlie Rabe und der Gasche heute in Dortmund-Bersworthalle zum 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Unsere Borussia heute in Berlin. Was ist denn so dein Statement Berlin? Da hat sich jetzt eine Menge getan. Ja, also zunächst mal hallo. Ich bin eigentlich heute relativ relaxed, denn Kagawa ist zwar verletzt, Götze nicht dabei. Aber Borussia Dortmund braucht nicht unbedingt diese Spieler. Unser Material, also unsere Qualität an Spielern, wird heute ganz sicher in Berlin eine super Nummer hinlegen. Und ich mache mich jetzt an dieser Stelle auch schon mal fest, bevor wir heute mit dem Fantipp anfangen, und sage einfach mal 4:0 tun. Ja, Fantipp TV on Tour. Wir sind heute im Clubhaus 1249. Und Borussia Dortmund heute bei der Alten Dame in Berlin. Es hat sich viel getan. Trainerwechsel in Berlin, schon der 50. glaube ich. Und gefühlte 100 Jahre ist er alt, der jetzt aufgerufen wird, nämlich, man munkelt, und ich glaube, es ist mittlerweile auch schon amtlich, dass unser Otto Rehhagel, Torhagel auch genannt hier in Dortmund, der wird dort wohl Trainer. Ja, schauen wir mal, wie es wird. Dann des Weiteren ist ja auch, wird wir auch, glaube ich, gestreikt. Streik, ich glaube, dass die Busse und so weiter. Ich hoffe dennoch, dass alle 18.000 Fans von Borussia Dortmund pünktlich im Stadion erscheinen und auch dieses herrliche Spiel sehen werden, wo Borussia natürlich, ich bin auch ziemlich zuversichtlich, dass dieses Spiel eingetütet wird. Ich mache mich natürlich wie immer nicht fest, was das angeht, aber ich denke mal 3 Punkte und egal, wie sie spielen. So, und wir schauen jetzt gleich mal direkt ins Clubhaus 1249 rein, um dort wieder herrliche Tipps von den besten Fans der Welt zu holen. Tag zusammen. Borussia Dortmund heute in Berlin, die alte Dame. Was ist denn euer Tipp für heute? 3:0, also für Dortmund. 3:0 für Dortmund. Schließe ich mich an, absolut. Was ist dein Tipp? Ich habe mir das ehrlich gesagt noch nicht überlegt. Dann machen wir schnell. Jetzt geben wir erstmal so ein paar Tipps. Also, ja, ich bin für 4-1. 4-1. Also für Dortmund. Ja, prima. 1-4. Otto Rehhagel wird neuer Trainer von Hertha BSC. Ja, du lachst schon. Was ist dein Kommentar dazu? Finde ich gut. Finde ich absolut gut. Also er ist mittlerweile gefühlt 100 Jahre alt und meinst du, der schaukelt das Schiff nochmal? Der schaukelt das Schiff in die zweite Liga zurück. Ich brauche mal eure Tipps. Was glaubst du denn? Wie spielt heute unsere Borussia? Ja, 3:0 natürlich. 3:0 gewinnen wir. Dein Tipp? Ebenfalls 2:0 Dortmund. 2:0. Hier auch noch vielleicht ein Tipp. Borussia Dortmund heute in Berlin. Ja, ich hoffe, dass sie gewinnen, aber mit dem Punkt wäre ich auch gegebenenfalls zufrieden, wenn Bayern auch verliert. Tipp heute? Mein Tipp ist 3:1 für Dortmund. Kagawa Chinchi, wer wird heute für ihn spielen? Was glaubst du? Ich denke, Gündogan wird die Stellung einnehmen. Jetzt das Wichtigste, dein Tipp? Ja, 3:0. Hast du auch einen Tipp für uns? Ja, 2:0 für Borussia. Ja, ganz klar 4:0. Zweimal Barrios, einmal Lewandowski und einmal Hummels. Ich würde sagen, wir machen sogar 5 Hütten. Nee, ich sag 3:1. Ich sag 3:0. Ich sag 1:0 für Dortmund. Ich sag dann auch 1:0. Clubhaus 1249 ist das Oberdeck. Und hier sammle ich auch mal so ein paar Tipps ein. Julian, komm hier hoch, machen wir ein paar Tipps. So, VIP-Bereich Club 1249. Borussia Dortmund heute in Berlin. Ich brauche mal so ein paar Tipps. Die gewinnen natürlich. Ja, wie viel denn? 0, mit Sicherheit. 1:0. 2:1. 4:1. 1:4. 7:0. Ich gehe mal einfach so in die Mitte rein. Fangen wir mal bei den Damen an. Tipp für heute. Ja, Dortmund gewinnt natürlich, ne? 2:1. Ja, ich sag, Dortmund gewinnt 4:1. 3:1 würde ich tippen. Wir sind hier ziemlich einig, 3:1. Machen wir weiter, 3:1. Ohne 3:1. 3:2. 2:0. Ich sage 4:0. 3:0. 3:0, Dortmund. 3:1 für Dortmund. 2:1. Ich würde sagen 2:0. Ja, Kagawa müssen wir heute drauf verzichten. Aber ich sage trotzdem mal 0:2. Die werden Beton anmischen, aber wir werden in der ersten Halbzeit 1 machen und dann macht Kevin das 0:2. 2:1. 3:1. 3:1 für Dortmund. Ein klares 3:0 für Borussia. Ich sag 4:0. 3:1. Die spielen auswärts, ne? 1:0. 0:2 für Dortmund. Ich würde sagen 0:3 für Dortmund. 3:1. Charlie, sämtliche Tipps eingesammelt. Heute wahnsinnige Tipps dabei. Einer war sogar dabei. Ein Nee mit 7:0. Hattest du ein höheres Ergebnis? Nein, es kam, aber doch ziemlich hohe Dinger waren dabei. Also mein 4:0 war, ich glaube, 2 oder 3 Mal dabei. Aber trotzdem, ich meine, wir werden das Ding heute einfahren. Ich habe gerade aber mal festgestellt, wir waren angekündigt. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wir waren tatsächlich angekündigt hier.
Ist ja jetzt auch unser Clubhaus, das kann man ja einfach mal so sagen. Ja, ist eine super Location, muss man sagen, für Auswärtsspiele super geeicht. Aber gerade angekündigt, im Punkto angekündigt, wir wollten auch was ankündigen, denn ich habe letzte Woche, habe ich den Beitrag gesehen, ich konnte ja leider nicht. Und Charlie hat super Fans aufgenommen und da ging es um den Titel Nossa Nossa oder Nossa Borussia und so weiter. Wir haben uns jetzt die Idee einfach mal so kreiert, dass wir sagen, wir rufen die Leute auf, die das gemacht haben, die da ordentlich mitgesungen haben, die fordern wir jetzt auf. Wir machen schönes, eine schöne Session und zwar am nächsten Spieltag, das ist nächsten Sonntag, gegen Hannover ist das, glaube ich? Ja, gegen Hannover 96 und ich würde einfach mal sagen, lass doch die Jungs alle so gegen 15.30 Uhr aufschlagen, oben am Eingang am Schwimmbad. Richtig, 15.30 Uhr Schwimmbad-Eingang, lass uns einfach da treffen, Kasche bringt die Gitarre mit und dann machen wir Nossa Nossa und alle, die da Bock drauf haben auf diese Nummer, vielleicht wird das ja ein Hit, schauen wir mal, also ich würde sagen, kommt alle dahin, 15.30 Uhr, Eingang, treffen uns erstmal, dann suchen wir uns ein kleines Plätzchen und dann legen wir los, Nossa, Borussia, Borussia. Ich muss ja einfach mal dazu sagen, ich meine, wenn das funktioniert, dann hätten wir vielleicht so eine Art Flashmob, weil wir fordern ja jetzt mal hier bei YouTube auf, unsere Fans, kommt mal rüber da, also die BVB-Fans, die da Bock drauf haben, bisschen ja, brasilianische Rhythmen, so after Karneval ins Stadion zu bringen und ein bisschen Gas zu geben. Richtig, ja, warum nicht? Und ich meine auch, und wenn euch solche Beiträge befallen sollten, dann immer Daumen hoch beim Voten und so weiter. Ja, und natürlich nicht vergessen, nicht nur den Daumen hoch, sondern abonniert uns auch, denn dann habt ihr immer die neuesten Nachrichten und ihr seid immer auf dem neuesten Stand, was die Videos von Doan20.de bzw. FinTipTV betrifft. Genau, wir sagen einfach mal, wir sind gespannt, eine Minute und dann geht das Spiel los. Wir sagen hier aus der Bersworthalle vom Clubhaus 1249, ciao, tschüss, euer Gasche und... Ja, Charlie Rabe, das war's, dankeschön.